Hey Leute, guckt mal, wer wieder da ist. Huiuiuiui. Ja, Drachachari mit LB hinten dran. Okay, das. Okay, it's sticking. Wow. Ja, wir Let's Play mal wieder Ape Escape 2. Yay. Und in der letzten Episode wurde Pipocci wieder entführt. Das ist ja schlimmer. Wie bei Mokuba oder bei Peach. Hi, hi, hi. Und ja, jetzt müssen wir einfach unsere Mission weiterverfolgen und Pipocci retten. Also, nichts Neues. So, das ist nicht. Nächste Level ist die Pirateninsel. Also, es ist jetzt nicht mein Favorit, aber es hat ein extrem cooles Level-Design. Also, let's start! Hikaru, ich schicke dir ein neues Gotcha-Gerät. Ich hoffe, es hilft dir. Eine coole Wasserkanone. Mach die fiesen Affen mit verschiedenen Techniken nass. Möchtest du den Gerätetrainer öffnen? Ihr habt richtig gehört. Eine Wasserkanone. Ja, natürlich, wenn wollen wir ihn öffnen. Ich glaube, das ist eins der nutzlosesten Geräte im ganzen Spiel. Ich meine, ich habe einen Hydrantenarm. Ich habe einen Hydrantenarm. Hilfe! Ah, Hilfe! Okay. Das müsste sein. Okay, ich spiele mal das blöde Telefon da ab. Hörst du mich, Hikaru? Es ist Zeit, sich mit der Wasserkanone zu amüsieren. Ja, das kann man hervorragend. Uiuiui, wen kann ich nachspritzen? Mit diesem Gotcha-Gerät kann man Feuer löschen. You don't say. Ich dachte, das wäre jetzt für epische Wasserschlachten und so mit Wasserbomben und... Okay. Lass einfach den rechten Analogstick kreisen, um einen mächtigen Wasserstrahl abzugeben. Oh, wie ist ein Feuerwehrschlauch? Du kannst während des Löschens auch laufen. Also es ist nicht so Hey, warte mal, von wo kommt das Wasser? Ist das so quasi wie ein Wireless-Duschkopf? Versuch mal, das Feuer da drüben mit der Wasserkanone zu löschen. Okay. Ne, seriously, wo kommt das Wasser her? Das habe ich mir vorher nicht überlegt. Mächtiger Wasserstrahl, das ist nicht mächtig. Das ist nicht mächtig. Ich meine, wer erfindet so ein blödes Gerät? Ich hätte jetzt fast mal Eistee vergossen. Oh, ja, Telefon. Was ist jetzt? Du kannst mit der Wasserkanone auch Wasserräder antreiben. Oh, wirklich? Wasserkraft, yeah! Ziel auf den unteren Rand, um das Wasserrad zu bewegen. Ja, das macht Sinn. Und hey, das ist alles. Yeah. Ich habe das Rätsel vor dem Handy und vor dem Telefon da gelöst. Ja, bin ich gut oder bin ich gut? Warum? 902 Chips. Und ja, bitte. Nee, als ich das Spiel zum ersten Mal gespielt habe, so... Gib alles und fang 12 Affen. Yeah. Ohne Pipocci. Naja. Titanic! Und eine hässliche Meerjung. So. Sorry. Piratenschiff. Gehen wir's an. Okay, die beiden sind da. Warte, wie? Was ist? Ich hab Titanic noch nie geguckt. Also den Film. Verdammt, ich hab jetzt geguckt. Haben sich. Irgendwas Ende der Welt? Nein! Die sind jetzt beide ins Wasser gesprungen. Ich hab's nicht gesehen. Na gut. Geronimo! So. Wir hatten Pugwash. Das ist blöd. Pug ist nämlich Englisch für Mops. Swash. Fucking Swash für zum Beispiel Wäsche. Autowäscherei. Mopswäscherei. Ich interpretiere dann mal wieder viel. Ah ja, genau, ich wollte vorhin noch sagen, zu dem Ding sagen, was ich davon halte, vom ersten Durchspiel. Tja, ich fand so, was? Ich, Wasserkanone, was soll denn der Scheiß wieder? Ich meine, gut, so Bananenrang, das kann ich Master Bates noch verstehen und so, aber... Vorsicht, das kann wehtun. Danke. Steppensen. Heiß und und der Affe da. So. Ich glaube, ich kann hier noch einige Sachen zerschlagen.
Okay, das kann ich nicht zerstören. Das ist schon ein bisschen komisch. Ich meine, seriously? Wasserkanone? Ja. Okay, Piratenschiff. Da waren jetzt nicht viele Piraten auf dem Ruf. Kannst du vergessen, du A-A-A-Fall. Oh, oh, oh. Cool, ein Io. Porky. Du sagst schon, das ist nicht mehr cool. Yo, Porky, yeah! Nasenring da. So. Ich glaube, dazwischen kann man nicht durchlaufen. Ich will das jetzt nicht ausprobieren. Meine Kekse finde ich noch cool. Ja, wir kriegen noch ein ziemlich nützliches Gerät. Aber das ist doch ein bisschen nützlicher als diese blöde Wasserkanone hier. Ich meine, was soll das? Hydrantenarm! Ja, ich bin jetzt wieder ein bisschen überkritisch. Und von wo kommt das Wasser her? Oh, 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 oh. Ich mag die Gegner, die sind cool. Toll. Das da unten ist Lava. Meine Münzen. Egal. So. Waren das die Waffen-Dings? Ja, das waren die... Wieso auch immer so ein Dings wächst, wenn die... Flammen da oben gelöscht werden. Das sollen wir auch mal einer bitte schon erklären. Oh. Ich meine, ist in diesem Dings Steindünger drin? Also in der Wasserkanone? Ob das in der EU erlaubt ist? Wohl. Hier scheißen die ja nicht in der EU. Gott sei Dank. Nichts gegen sonstige EU-Staaten. Okay, halten wir uns aus Länderpolitik und Co. raus. Weil sonst, wird das nur lustig, so. Okay, mit einer Hand spielen ist ziemlich schwer. Aber ich brauche auch mal einen Eistee. Eieiei. Und wir wissen, Eistee ist gut für den Let's Play. Theoretisch. So, jetzt nehmen wir ein viel nützliches Gerät, den Himmelstürmer. So, Heus. Warte, könnte ich eigentlich nicht theoretisch... Ja, könnte ich. Komm her! Mann! Komm her! Bradley! Oh, da ist ein Keks in der Mitte! Ah, wie geil ist das denn? Hallo! So. Das nenne ich mal effizient. Okay, da sind wir hergekommen. Also... So. Ah, sehr schön. Oh, magische sich öffnende Steinwand. Oh nein, jetzt. Oh Gott, jetzt kommt. Oh, Mann. Wieso kommt mir diese Maus so komisch vor? Seriously. Naja, egal. Bin wohl ein bisschen paranoid. So. Ich glaube, das braucht man dann nur in... Dort, in diesem Level braucht man das. Muss ich... Ha! Hab ich dich, Captain Dick. Captain Dick. Yeah. So, und die Tür ist mal... Ah, das ist keine Tür, das ist... Oh, was sagst du denn? Das ist ein sehr gefährlicher Lavasee. Lavasee, ja, das ist dann auch wieder so ein Ding für sich. Ne? Du musst ruhig bleiben, Hikaru. Im Boot bist du in Sicherheit. Wirklich? In einem Gummiboot? Aus was besteht das Teil denn bitte? Weißt du noch, wie man das Boot rudert? Ja, ich weiß noch. Drücke den linken und rechten Analogstick gleichzeitig nach oben. Oh, ui. Man kann auch manuell rudern, das musste man im ersten Teil. Aber dann kommt man nirgendwo hin. Zumindest ich konnte das nie. Ob ich jetzt noch hell bin oder... Nein, ich will dorthin. Okay, das kann ich. Hikaru. Hui. Gott, ich hasse das Ruderboot. Hey, ist das Schneebubel? Das Schneebubel ist doch bis nur einmal vorgekommen, oder? Das Ruderboot, glaube ich, das ist das zweite Mal.
Waren wir schon in der Welt mit den Piranhas? Hey! Hey! Was? Komm her! Komm her! Komm her! Ich tue dir doch nichts auf. Na ja, komm schon. Hab ich dich? Yeah. Bonzo. Bonzo. Warte, in Spyro hieß doch irgendjemand Bonzo. Ich hab jetzt keine Ahnung. Da ist ein Keks. Und ein Affe. Affenkeks. Ich verkrümel mich gleich. Oh Mann. Okay, den Affen habe ich wohl öfters übersehen, weil an den kann ich mich überhaupt nicht erinnern. Ich kenne das Spiel nun auswendig. Also ja, was denn auswendig? Egal. So. Oh nein, ich ziehe wieder ein bisschen Flammen ab. Nee, nee, kannst du vergessen. So. Tabasco! Ja, also einen passenden Namen hat er schon mal. Ah, oh Mann. Ich vermisse die Kamera-Funktion. Okay. Nimm das, Chester. Ja, diese komischen Steine heißen. So viele Chips. Chester. Nein, sie heißen nicht so viele Chips. Sie heißen Chester. So. Was kann ich denn hier holen? Was kann ich denn hier holen? Die Pirateninsel mochte ich nie so. Das ist mir doch ein bisschen sehr am Rand. Ja. Dankeschön. Nicht so sehr wegen der blöden Wasserkanonen-Action. Ja, weil die so cool ist. Weil einfach so hilft. Ich meine, wieso bauen die Affen eigentlich so Sachen da in die Gegend? Ich meine, wären sie nicht viel besser dran, irgendwas nur für Affen. Shit. Oh, das ist so schlimm, wenn man jetzt in die Lava fällt, dann. Ja, das ist auch fast. Was war das? Ah, das sind die coolen Dings da. Yay! Wen war. Hoppla. Yeah. Gut ausgerichtet, Hikaru. So. Warte mal. Wo? Ach, da unten. Stimmt wieder. Stimmt. Okay. Zuerst einmal. Sag ich mal, gehen wir. Hier hin. Wenn wir schon mal da oben sind, können wir den Schalter dahin dingseln. Und jetzt passiert was ganz, ganz Lustiges. Gut gemacht, Hikaru. Du verfehlst einen Affen, der ziemlich bewusstlos ist. Und lässt sich von einem Stein schlagen. Der Augen hat und hochhüpfen kann. Vielleicht ein Verwandter von. Nein, warte, von den Steinblitzen. Okay, schießt du das? Bitte gib mir einen Keks! Gib mir einen Keks! Ein Keks! Vielleicht gibst du mir einen Keks, du Sozialchester. Ein Keks, aber. So. Warte, wie kriege ich jetzt dich da raus? Nein, ich muss dich aber fangen. Oh Gott. Oder? War das so? Nein. Ja, doch, es war so. Bobby! Bobby! Ah, das erinnert mich an The Whispered World. Der Chusky Bobby. Ja, das ist jetzt nicht so ein Spoiler. Ich erzähle jetzt nicht weiter. Mann, ich habe der Whispered World eigentlich noch nicht beendet. Ich bin fast am Ende, glaube ich. Gott, ich liebe die Spiele von Daedalic. Das ist mir dann doch. Uiuiui. Ein bisschen suspekt. Bin ich denn hier? Oh, noch so ein Affe, den ich veräppeln kann.
Ich mache dich zum Affen. Oh, der letzte Affe. Cool, Indy. Ui. Sehr gut gefangen. 6 gelbe, 5 weiße und ein schwarzer. So, das finde ich mal gut. Aber kein Pipocci. Tja. Gut, wir haben jetzt fast 16 Minuten. Ich gehe mal einmal in der Gotcha-Box drehen. Mal gucken. Das Gold nimmst du gewonnen. Okay, noch einmal. Aber dann beende ich die Folge. So. Und wir haben... es gibt zwei Info. In der Titelmusik hörst du die Worte Saru Getchu. Saru ist japanisch für Affe und der Satz bedeutet, ich hab dich Affe. Hast du den Sturmangriff einmal ausprobiert? Drücke bei Rennen die R und ein, die R1 und die R2-Taste gleichzeitig und springst du deine Gegner an. Was? Wirklich? Hier gibt es die Bonusspiele, aber es geht erst auf, wenn du ein geheimes Spiel findest. Nein, das probieren wir in einer speziellen Folge. Hey, ich hatte es doch auch gleichzeitig gedrückt. Was soll das? Ja, so viel dazu. Nö. Das funktioniert nicht. Vielleicht funktionieren einfach die Schultertassen bei mir nicht. Och Mensch. Bin ich jetzt aber blöd. Egal. So, das war's dann für heute, Leute. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Ape Escape 2. Haltet die Ohren steif. Tschüss.